Hallo zusammen. Nachdem wir jetzt also den ersten Schritt gemacht haben und einmal alles theoretisch durchgegangen sind und unseren Charakter erstellt haben, fangen wir doch mal damit an, dass wir ins Spiel gehen. Bei euch wird höchstwahrscheinlich nur ein Charakter vorhanden sein, also wählt ihr euren Charakter aus. Und schon geht's rein. Fatal System Error in Unit 13. So, schauen wir einmal. Creation phase has been interrupted. Fatal system error in unit 13. Was wir hier haben. Beziehungsweise ich laufe erstmal kurz ein kleines Stück raus, damit wir dieses Gelaber im Hintergrund einfach nicht haben. Das wäre so, schon deutlich angenehmer. Okay. Ich mach mal eben alles zu, damit wir hier auch wirklich alles sehen. Ich mach mal so, wie es eigentlich am Anfang normalerweise ist. So. Okay. Wir haben hier unser Interface. Links oben steht Location. Das heißt, hier sehen wir immer, wo wir gerade aktuell sind. Das heißt, wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind oder wir befinden uns irgendwo draußen in den Wastelands auf einer Karte, auf der Map halt, irgendwo in der Welt, können wir, wenn jemand fragt, immer sagen, wo wir sind, oder wir sehen halt eben auf der Karte, wo genau wir sind. Schauen wir uns das einmal an. Gehen wir hier oben auf Navray und schauen uns einmal die Karte an. So sieht die Karte aus. Und hier sehen wir jetzt aktuell nicht, wo wir sind, da wir hier in einem speziell instanzierten Anfängerbereich sind. Deswegen wird uns unsere Location hier nicht angezeigt. Gut. Das wäre einmal die Karte. Über das Navray hier können wir auch navigieren. Deswegen heißt es auch Navray. Das heißt, im Spiel ist ein Navigationssystem eingebaut, dem wir dann schön fleißig hinterherlaufen können. Wenn wir zum Beispiel hier einmal Utilities auswählen und sagen, okay, wir würden ganz gerne zu einem Guardian, das ist sozusagen ein, ja, ein Tresor, ein Bankfach, so könnte man das nennen. So, wenn wir das jetzt hier anschalten, sehen wir hier unten, er sucht nach einer Route. Es kann sein, dass er in dieser Instanz, in der wir uns gerade befinden, nichts findet, sondern erst in der nächsten. Aber gehen wir mal weiter. Wir haben hier links oben noch das Hypercom. Im Hypercom können wir eine Buddy-Liste anlegen, also eine Freundesliste. Wir können im Local Chat chatten. Das heißt also, egal, also wenn wir das hier anwählen, ne, das, was wir markieren, dort würden wir dann auch schreiben. Das sehen wir hier unten. Hier unten ist das Chatfenster. Ich ziehe das einmal mit hier runter. So, das heißt, wenn wir jetzt Buddies auswählen und wir würden jetzt einfach schreiben, dann würde jeder in unserer Freundesliste diese Nachricht bekommen. Im Local verständlich nur der, der bei uns in der Nähe ist. Wir können im Clan schreiben, wir können im Team schreiben, wir können eine Direct Message schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Charakter einfüge, das ist jetzt mein anderer Charakter, dann würde ich jetzt und könnte ich mit ihm schreiben. Dann gibt es noch Custom Channels. In den Custom Channels sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man überall das X drinnen hat, dass sie auch angeschaltet sind. Dass man auf jeden Fall mitbekommt, in welchen Channeln wird sich gerade unterhalten. Wenn einen irgendwas nervt, schaltet man ihn einfach aus, aber am Anfang würde ich tatsächlich einfach empfehlen, alles anzuschalten, weil hier natürlich auch die Hilfe-Channels einfach alle sind oder Recruitment-Channels, Runner-Service, die Trade, also die Handels-Channel, der Allianz-Channel, der Fraktions-Channel. Das heißt, im Fraktions-Channel schauen wir uns hier oben einmal die Factions an. Und wir sind ja zu Tangent Technologies gegangen. Und wir würden jetzt zum Beispiel, wenn wir im Fraktionschannel was schreiben, jedem einzelnen Spieler, der in dieser Fraktion ist, würde dann diese Nachricht bekommen. Genauso verhält sich das mit dem Zonenchannel. Das heißt, jeder, der sich in dieser Zone, in der wir uns jetzt befinden, würde dann auch die Nachricht bekommen. So kann man den Local umgehen. Das heißt, wenn nicht genügend Leute in meiner Nähe sind, kann ich einfach im Zonenchannel schreiben
und jeder würde es in der Zone dann lesen können. Und so verhält sich das dann mit den ganzen anderen Channels auch. Es gibt auch eine Ignore-List, wo man halt dann Leute reinpacken kann, von denen man keine Nachricht haben möchte. Gut. Haben wir das? Schauen wir uns mal unser Inventory an, also unser Inventar. Hier sehen wir, was wir am Anfang schon alles mitbekommen. Durch die Charaktererstellung sehen wir, weil wir ja den Job Soldier gewählt haben, sehen wir, dass wir einen Granatwerfer haben. Da können wir einfach mal Rechtsklick drauf machen und auf Show Info. Dann werden uns da auch die Informationen angezeigt zu dieser Waffe. Das heißt, wir sehen, in was für einem Zustand ist sie. Sie ist auf jeden Fall voll funktionsfähig und hat noch keine Verluste oder Beschädigungen erlitten. Wir sehen, wie gut die Damage-Werte sind, die Frequenzwerte, das Handling und die Range, also die Handhabung und die Reichweite. Hier sehen wir, dass die Werte ja, gut sind, die könnten aber deutlich besser sein. Dafür gibt es andere Berufe, wie zum Beispiel den Researcher, der würde jetzt zum Beispiel diese Waffe nehmen und könnte davon eine Blaupause herstellen. Dann gibt es den Beruf Constructor, der könnte sie dann konstruieren. Der nimmt dann, dem gibt man die Blaupause und auf der Blaupause stehen dann Materialien, die man kaufen muss oder die man sich sogar recyceln muss, damit der Constructor das herstellen kann. Und dann würde, wenn der Constructor gut ist, würde er uns das auf 99% bauen können. Wir sehen jetzt zum Beispiel hier bei dieser Waffe, die hat zwei Slots und da könnte ich jetzt noch Modifikationen reinbauen. Das heißt, einen anderen Munitionsmod, ich könnte einen Laserpointer reinbauen, eine Taschenlampe, ein besseres Zielfernrohr. Also man kann die Waffe einfach modifizieren, sodass die Waffe noch besser ist. Man kann natürlich auch noch Schadensmodifikationen drauf machen oder Frequenzmodifikationen, dass man über die 99% hinauskommt und die Waffe noch besser macht. Denn umso besser die Waffe in ihren Werten ist, umso einfacher tut man sich, mit weniger Skillpunkten diese Waffe sehr gut benutzen zu können. Kommen wir einmal zu diesem Punkt hier. Wir sehen hier unter Details, sehen wir, was ist es für eine Typwaffe? Es ist eine Heavy-Waffe. Was hat sie für einen Feuermod? Sie schießt Single-Shot, also sie macht nur einzelne Schüsse. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der für uns wichtig ist. Der Damage. Hier sieht man, wie gut wir diese Waffe benutzen. Und zwar zählen hier nicht die 15% hier vorne, auch nicht die 10%, die wir hier haben, sondern für uns ist der hintere Wert wichtig. Wir nutzen diese Waffe zu 156%. Das können wir uns gleich mal anschauen. Wir packen unsere Waffe, damit wir sie benutzen können, hier drüben in unseren Gürtel. Unser Gürtel besteht aus 10 Slots. Das heißt, wir können 10 Sachen hier aktiv reinlegen, die wir dann über die Tastatur von 1 bis 0 benutzen können. Der erste Slot ist ein Safe-Slot. Hier ist so ein kleines Schloss davor. Da es auch ein PvP-Spiel ist und in dem Spiel ist es so, wenn man stirbt, verliert man seinen Gürtel. Jetzt ist aber nicht so, dass dann alle Teile aus dem Gürtel weg sind oder aus dem Inventar oder aus sonst irgendwelchen Fenstern, was man am Körper halt eben hat. Es fällt immer nur ein Teil raus, aber auch nur, wenn man positives Soullight hat. Positives Soullight sehen wir hier unten rechts im Bild, in diesem kleinen Fenster. Hier sehen wir unsere Lebenspunkte, unsere Stamina, das heißt unsere Ausdauer. Wenn man rennt, verliert man sie. Wenn man beim Rennen schießt oder wenn man schießt oder wenn man irgendwas benutzt, verliert man Ausdauer. Und auch muss man also hier auch drauf achten. Dafür gibt es solche Stamina-Booster, wie ich sie hier habe, die unsere Stamina einfach wieder um 64 Punkte herstellen, sobald ich ihn benutze. Das heißt, den kann man sich hier auch einpacken. Und sollte ich dann Ausdauer verlieren oder keine Ausdauer mehr haben, drücke ich da einfach drauf oder halt drücke auf die 2 und schon habe ich wieder Stamina. Gut, jetzt wollen wir mal schauen, wie gut wir diesen Granatwerfer ja benutzen. Wir haben ja gesagt, über 150% sind wir, wir sind bei 156%.
können wir die Schussfrequenz hier noch sehen, den Recoil, also wie stark der Rückstoß ist, wie hoch die Reichweite dieser Waffe ist und wie groß die Magazingröße ist. Und jetzt sehen wir hier unten mit dem aktuellen, der aktuellen Munition machen wir Force-Schaden, also Hiebschaden. Schauen wir uns einmal die Munition an. Hier sehen wir zum Beispiel, dass es diese Munition würde es uns erlauben, 111 Schaden zu machen. Das ist der Wert von der Munition, den sie eigentlich tun würde. Das schaffen wir aber mit dieser kleinen Waffe nicht. Die Waffe ist einfach zu klein, um diesen Schaden rauszuhauen. Deswegen schaffen wir im Normalfall nur 10%. Das würde die Waffe schaffen. Das ist also der erste Wert. Da wir aber auf 156% stehen, so gut benutzen wir diese Waffe, schaffen wir 15%. Deswegen schaffen wir hier unten von den eigentlichen 11 Punkten, was sie an Schaden machen würde, schaffen wir 17 Punkte zu machen. Okay, haben wir die Waffen erklärt. Kommen wir einmal zu unseren Implantaten. Machen wir unsere Implants auf. Das können wir hier oben einfach draufdrücken oder über die F-Tasten. Hier oben steht es ja F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11. Fertig. So, bei den Implantaten ist es so, wir können hier Implantate einbauen in unseren Kopf. Das hier oben sind die Kopfimplantate. Wir haben auch schon ein Implantat hier drin. Den schauen wir uns gleich mal an. Dann können wir ein Augenimplantat, ein Herzimplantat, einen Handschuh. Wir haben hier einen Handschuh. Wenn ich den mal hier drauf ziehe, dann sehen wir, ist jetzt ein Prozessorfenster aufgegangen. In diesem Prozessorfenster sehen wir, okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert, um das anzuziehen oder um das zu implementieren. Dafür ist dieses Fenster da. In diesem Fenster werden auch Blaupausen hergestellt, Sachen konstruiert und hier werden auch Sachen recycelt.